Hallo, Ladies and Gentlemen. Ich war gerade bei DM mal wieder. Es gibt nur noch Holz. Das ist eigentlich ziemlich verwirrend wahrscheinlich für euch. Ihr denkt wahrscheinlich, ich würde nichts anderes in meinem Leben tun, außer einkaufen gehen. Aber es liegt einfach daran, dass ich halt, als ich weg war, dass ich einfach nur Videos gedreht habe, um, also so, wenn ich eingekauft habe, wenn ich überhaupt mein Video gedreht habe. Und die habt ihr ja schon alle gesehen und das sind halt einfach nur Holz gewesen, weil ich ja für andere Sachen dann gar keine Zeit und auch keinen Kopf hatte und so. Und jetzt versuche ich natürlich auch wieder Text oder anderes mal zu drehen, aber es kommt ja erst langsam. Und darum seht ihr auch irgendwie nur Holz. Das tut mir auch voll leid, aber die sind doch interessant, oder? Und hier, ich war bei DM. Wo habe ich den Kassenbon eigentlich? Hier. Wenn man bedenkt, mal wieder... Fette Tüte, ja, und ich wollte eigentlich mehr kaufen. Und ich habe schon wieder 50 Euro ausgegeben. Okay, weg. Ne? Also die Tasche 2 Euro, ne? Kennt ihr ja diese Pfandtasche. Ich weiß nicht, wenn ihr es, also es gibt die ja in verschiedenen Farben. Ich glaube, jeden Monat gibt es eine andere Farbe oder so. Ist eine Bio-Baumwolltasche. Und wenn die dreckig ist, könnt ihr die auch eintauschen gegen eine andere. So, fangen wir doch erstmal an mit Mentos-Kaugummis. Total genial wahrscheinlich jetzt für euch. Ne? Nee, das sind wirklich sehr gute Kaugummis. Die halten voll lange und sind auch nicht so, weil nach einer Zeit, finde ich, zum Beispiel die Airwaves, die, ich bin eine Kaugummi-Tante, muss ich dazu sagen. Also die Airwaves, die werden so hart, dass die Zähne wehtun. Nach dem, also beim Kauen irgendwann. Und das ist doof. Und deswegen, die hier sind schön weich und mag ich sehr gern. Die kosten... 2,45. Und jetzt kommt nochmal Duschgel. Das kostet jeweils 1,35. Da habe ich zweimal DARF genommen. Oh, mein Handy. Ja, Telefon beendet. Oh, ein paar WhatsApp-Nachrichten von... Von wem? Von der Jill. Und von wem noch? Von der Gracie. Ah, egal. Auf jeden Fall, habe ich seit langem mir doch nochmal so Duschgel, was jetzt seit langem, aber so richtiges Duschgel habe ich mir nochmal geholt, weil ich also empfindliche Haut habe, so ein empfindliches Mäuschen quasi, ne? Und, aber so im Winter finde ich dieses normale pH-neutrale Zeug so doof. Ich brauche da dieses cremige, diesen warmen Duft auf der Haut und so. Und deswegen habe ich mich dann nochmal für die beiden entschieden. Ich hoffe, meine Haut hat gerade die Phase, wo es okay ist für die. Und zwar einmal... Das hier und einmal das hier. Das ist pure Verwöhnung mit, was ist das eigentlich? Jasmin und Honigduft. Mega. Jasmin, ich liebe Jasminduft. Das geht aber gerade ab in der Gruppe. Also in der WhatsApp-Gruppe. Mm. Boah, riecht das lecker. Also wie gesagt, jeweils 1,35. Und das hier ist diese Winterpflege Limited Edition. Und auch super, super, super riecht das. Ich freue mich. Kommt gleich direkt eins unter die Dusche. So. Dann habe ich zwei Zahncremes, habe ich mitgenommen. Und zwar beide mit Whitening-Effekt. Das ist einmal die Blender mit 3D White Deluxe. Diese hier ist das. Und ja, bin ich mal gespannt. Diese hatte ich noch nicht, nur die Vorgängerin davon. Und da bin ich mal gespannt. Die hier kostet 2,35 und die andere, die ich euch jetzt gleich zeige, ich muss niesen. Mein Gott. Und die andere kostet 1,55, das ist die Odolmed 3, da habe ich mich schon voll gesabbert fast hier. White and Shine für strahlend weißere Zähne mit Glanz, Glatt- und Glanzeffekt. So schaut das gute Stück schon aus. Ja, so. Weiter geht's mit Evelyn Wattepads mit Seidenextrakt für empfindliche Haut. Ich glaube, die haben 75 Cent gekostet. Da gibt es ja einmal die für 65 Cent mit fusselfrei und sowas. Und die sind für empfindliche Haut. Ich bin mal gespannt, was da jetzt so anders dran sein soll. Dann für den Pot, ne, habe ich hier Denk mit Multipower WC Duftstick geholt. Das sind ein Zweierpack. Die haben gekostet 2 Euro. Und wo ist es denn? 2,95 haben die gekostet. Und ich bin mal gespannt, ob das auch so gut riecht hier. Ne?
Zitronenfrische. Boah, jetzt schreibt auch noch die Empathy 25. Mhm. Geht gerade ums Shoppen. So, dann geht's weiter. Und zwar Frosch Lavendel Hygiene Spray, 2,25 €. Und ich liebe Lavendel. Ich bin einer von den Personen, die total auf Lavendel abfahren. Und das habe ich mir dann so zum alles reinigen. Ne? Das ist hier so ein Hygienereiniger und damit kann man doch alles reinigen, oder? Habe ich mir gekauft. So, ihr seht auch viel Laste hier. Schön, damit das auch alles gut riecht. Dann habe ich hier so ein Denk mit Zerstäuber so für für auf dem Klo oder in Räumen. Das ist halt, man kann dann so ein Teil, das kommt dann so in so ein großen Ding rein und dann kann man hinten einstellen, alle wie viele Minuten, boah, da geht echt gerade ab, Entschuldigung, ich bin gerade voll abgelenkt. Und dann kann man halt einstellen, alle wie viele Minuten, in welchem Takt halt euer Gerät macht. Und dann riecht das wirklich sehr angenehm und dezent nach irgendeinem Duft. Und das hier ist zum Beispiel jetzt Blütenromantik. Das mag ich sehr gerne. Bleiben wir beim Duft. Da habe ich Deo geholt. Rexona und Darf. Darf habe ich auch gerade unterm Arm. Ich liebe es einfach. Ich habe gedacht, ich hätte voll die Ränder. Ich liebe es einfach. Mit dem blauen Deckel. Es duftet einfach so toll nach Seife. Seife pur. Und ich liebe diesen Duft. und dann habe ich hier noch Rexona Shower Fresh. Das habe ich auch wieder auf Empfehlung von meiner Mama. Meine Mama ist voll die Anfixerin, merke ich gerade. Und der Duft ist wirklich sehr toll. Einfach ausprobieren. Achso, die Kosten. Das Deo 1,65 von Dove und von Rexona 1,55. Dann habe ich hier noch völlig unspektakulär zweimal wie Kaltbonbons für 1,35 €, soweit ich weiß. Genau. Boah, ich bin gut. 1,35 € mit diese Wildkirsche und Eukalyptus. Die schmecken voll lecker. Um einfach mal zwischendurch so aufzufrischen. Dann habe ich noch mal mein Haarshampoo. Unschlagbar, sage ich da. Und der Preis erst recht. Ne? 1,45 € pro Teil. Richtig geil. Habe ich ja immer wieder aufgebraucht. Ich kann euch mal ein Aufgebraucht-Video von mir in der Infobox verlinken. Also ich glaube, seit Monaten ist das mein Nonplusultra-Dingens da. Und dann schon wieder, habe ich gerade leer gemacht, Agavendicksaft. Voll lecker im Tee. Ja, so von Dings Alnatura 2,65 €. Und jetzt kommt so ein bisschen dekorative Kosmetik. Ist wahrscheinlich das Interessanteste. Und da habe ich auch mir mal so einen Maybelline Baby Lips Lippenstift geholt. Ich wollte eigentlich nicht. Ich wollte mich nicht von dem Hype anstecken lassen. Aber ich habe es getan, weil ich gedacht habe, komm, einen hole ich auch. Und der kostet 2,45 € und ich habe den Peach Kiss geholt. Schaut mal, ich packe den einfach mal aus und dann zeige ich euch den mal. Wow. Nicht, dass meine Fingernägel noch schlimmer aussehen könnten, aber abbrechen sollten die trotzdem nicht. So, da schauen wir mal. So sieht der aus, den ich mir ausgesucht habe. Ne? Und dann tun wir den mal drauf. Also Farbe gibt er ja nicht wirklich ab. Aber ich schmecke total nach Peach. Oh, das ist schön. Habt ihr schon mal einen davon? Ist die Pflegewirkung gut? Ich bin gespannt. Naja. Und dann habe ich mir... Achso, genau. Mache ich erstmal den Nagellack. Habe ich mir einen Catrice Nagellack geholt. In einen total krass dunkelrot. Und die Farbe heißt, das ist das Problem, kann man schon kaum noch erkennen. Caught on the Red Carpet, KP. Irgendwie sowas, die Farbe Nummer 17. Und sehr cool, so ein wirklich richtig dunkles Rot, was ich eigentlich, ich bin auf der Suche nach so einem Rot für auf den Lippen. Vielleicht, ja doch, schon. Weiter steht mir. Also so ein Rot möchte ich haben.
Und bin halt jetzt gerade voll auf den etwas kräftigeren Rot-Trip. Also ich habe ja rote Lippenstifte, um Gottes Willen, ne? Aber trotzdem möchte ich so eine in die, so mit so einem Blaustich ich halt haben. Ich habe viele, die sind so rot-orange, was so eigentlich, oh, hört auf zu schreiben, ich muss mein Handy umdrehen oder da hinten hinlegen, so. Ich habe viele, die gehen so ins Orange, das wisst ihr ja alle, ne? Die meine Videos verfolgen. Aber jetzt habe ich mir mal so ein paar ausgesucht, die, glaube ich, so ins Blaustichige reingehen. Und dann habe ich mir einmal wirklich, tatsächlich habe ich mich auch mitreißen lassen aus dieser, was ist das hier, Color Essential Reihe von L'Oreal. Ist doch L'Oreal, oder? Oder ist es Maybelline? Ja, das ist Maybelline Jade. Okay, ich nehme alles zurück. Dann habe ich einen P2 und einen aus dieser Heidi Klum Serie von Astor. Und da, diesen ist natürlich cool, dass sie wirklich zugeklebt sind, weil die anderen beiden nicht. Aber da habe ich natürlich jetzt leichte Probleme, es aufzukriegen. Ach ja, wir haben ja Zeit, ne? Ich stand letztens schon mal vor diesen Heidi Klum Lippenstiften, habe mir aber dann gedacht so, muss das sein? Oh, da hinten ist es unordentlich. Muss das sein oder muss es nicht sein? Aber jetzt habe ich es dann doch mal getan. Und ja, ich habe mich für die Farbe Sexy entschieden. Sexy ist die 6. Wieso Sexy, die Nummer 6 ist, bleibt wohl außer Frage, ne? Ja, und da steht dann hier vorne ja Heidi drauf mit so einem Herzchen, ne? Und die Farbe an sich ist ein Rot. Wer hätte das gedacht, wenn ich hier von roten Lippenstiften rede, ne? Also, duften tut der normal, ne? Also ist aber ein schön knalliges Rot, ne? Und das swatche ich euch denn jetzt mal. Aber ich swatche ihn euch kräftig, weil ich möchte ihn auch kräftig auftragen. Und da sieht man, der ist schon, also das ist der hellste Rot von denen, der jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so blaustichig ist, sondern eher gelbstichig. Oder meine ich das nur? Ich bin, kann natürlich auch mich voll irren. Aber ja, den habe ich mir gekauft. Der kostet 4,95. 85. Dann den P2 Matte Deluxe Lipstick. Der kostet 2,95. Ich wollte ihn eigentlich nicht holen, aber dann habe ich mir gedacht, 2,95. Boah, habe ich Augenringe. Nehme ich mit. Und der sieht so aus. Ne? Also ich habe den jetzt schon aufgemacht. So sieht der aus. Also ich finde die Verpackung eigentlich gar nicht so verkehrt. Und die Farbe nennt sich hier 020 I Kiss You. Und die gehen dann, sind dann so auch rot. Rot, ne? Und dann zeige ich euch das jetzt auch mal. Und der ist mal richtig ordentlich rot. Richtig cool. Und ich bin so gespannt. Das ist der hier. Also wie gesagt, der hier geht ja schon so ein bisschen ins Gelb-Orange wieder. Aber der ist schon ziemlich blaustichig. Ich bin nämlich auf der Suche nach keinen, die so einen Pinky-Unterton haben. Wisst ihr, weil mir steht das nicht. So. Und dann halt diesen 645 Lippenstift von Maybelline. Die Farbe heißt Pleasure Me Red 547. Und, rot! Nee, ja. Der duftet. Der duftet gut, so nach mein kleines Pony. Ich finde, der duftet echt voll nach mein kleines Pony. Wonach duftet der denn? Nach nix. So. Und das war der erste, den ich genommen habe. Ich finde ja diese Form hier vorne, seht ihr das? Der ist so abgerundet. Finde ich schön. Finde ich schön. So, dann zeige ich euch jetzt mal den. Und den. Und das ist schon, den habe ich als erstes genommen, weil ich den halt schon ziemlich ordentlich bämig finde. Und ich kann ihn jetzt einfach mal auftragen. Ich habe hier unten meine Tasche stehen. Das ist mein kleines Schminktäschchen für unterwegs. Das habe ich mal von der Nati geschenkt gekriegt. Schöne Grüße, Nati. So, und dann tragen wir den einfach mal so ganz über den schönen Peachy Maybelline-Dings da auf, ne? Da schauen wir mal.
Am besten nehmt ihr natürlich einen Lipliner für Rot. Also ich finde, eine sehr schöne Farbe. Aber ich habe gedacht, der wäre dunkler. Ich wollte doch einen Reh, aber sehr cool. Trotzdem sehr cool, oder? Mal ganz im Ernst. Ich finde, ich finde schon, dass der schön aussieht. Oder? Was sagt ihr? Ein sehr schöner Rotton. Aber, wie meint ihr, so einer steht mir? Schon, oder? Kann ich mal ausprobieren. Habt ihr eine Idee, in welcher Preiskategorie auch immer, also jetzt keine 30 Euro bitte für einen Lippenstift, ja, aber MAC habe ich ausprobiert, habe ich jetzt keinen gefunden. Der so eine Farbe hat, kennt ihr einen? Dann schreibt das bitte mal in den Kommentaren. Ich zoome euch wieder ein bisschen raus, weil ich bin gerade so, ich muss mich gerade so kicken. Ja, weil ich suche nämlich so einen, aber der gefällt mir. Der Lippenstift gefällt mir sehr gut. Ja, soll ich die anderen auch noch auftragen? Komm, machen wir die anderen auch noch. Dann machen wir jetzt erstmal den Heidi Klum, weil der andere ist ja matt und den kriegt man bestimmt kaum ab. Es wird gerade schon leicht dunkel hier. Wir haben ja auch schon 20 vor 7. Der ist leicht heller, ne? Der macht so einen Puppenmund, finde ich. So ein Puppenrot. Signal, Feuerrot. Ist jetzt nicht genial aufgetragen, wie man sieht, ne? Aber ist jetzt auf die Schnelle. Auch hübsch, oder? Finde ich sehr cool. Oh, ich habe mal schöne rote Lippenstifte mir geholt. So. So, machen wir doch direkt hier Live-Swatch. Es ist doch eigentlich am coolsten, wenn man sowas direkt macht, oder? Aber ich finde, von der Form her ist der schon echt doof zum Auftragen. Ah ja, gut. Obwohl, das geht. Wenn man so die Lippen so komisch macht. Wow. Macht auf jeden Fall eine Lippenpflege drunter. Der ist schon gut trocken. Dafür halten die aber auch dann Bombe, ne? Sehr geile Farbe. Ich hoffe, man sieht überhaupt Unterschiede so zwischen den ganzen. Aber, mal ganz im Ernst, der ist auch schick, oder? Man sieht aber schon, dass er ziemlich trocken ist, ne? Aber schöne Farben und ja, mit der Farbe hier beende ich jetzt einfach meinen Haul und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Haul wieder oder halt sogar bei meinem nächsten Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, hallo, ich bin die Jenny und abonniert mich. Das fände ich total cool und ja, wir sehen uns dann bald wieder auf meinem Kanal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.